Sonys Rückkehr zur PS4 war im letzten Video das Thema. Und zwar geht es darum, könnte Sony jetzt wieder zur PS4 zurückkehren? Denn sie haben die Produktion wieder angekurbelt und zwar in großem Stil. 1 Million PS4 werden jetzt neu produziert und das ist einiges. Wir haben über dieses Thema im letzten Video gesprochen und ihr habt uns da einige, sehr, sehr viele Kommentare sogar dazu geschrieben. Da schreibt zum Beispiel der Mando, also ich hatte Glück und habe meine PS5 seit Release, glaube, dass Sony mit der Aktion ein Stück weit vermeiden möchte, das Kunden an Microsoft zu verlieren, da ja die Series S quasi überall zu bekommen ist. Jedenfalls ist es der merkwürdigste Generationswechsel bei einer Konsole aller Zeiten, wenn man davon überhaupt noch sprechen kann. Ja, das stimmt, das ist tatsächlich einer der merkwürdigsten Generationswechsel. Bei der PS3, PS4 war es ja ein ganz normaler Wechsel. Die PS3 ist langsam ausgelaufen und die PS4 hat immer mehr an Bedeutung bekommen. Momentan ist die PS5 zwar heiß begehrt, aber sie ist ja sehr, sehr schwer zu bekommen, kaum zu finden oder zu kaufen. Und daher ist es jetzt natürlich schon, wirft es sehr, sehr viele Fragezeichen auf, eben warum Sony ja jetzt entschieden hat, die PS4 wieder im großen Stil zu produzieren. Sie könnte ja so den Anschein erwecken, lassen sie jetzt die PS5 links liegen, weil sie ja sowieso nicht produzierbar ist und kehren wieder zurück zur PS4, das ist nicht der Fall. Also es hat tatsächlich einen guten Grund. Und es hat auch den Grund, was sehr erstaunlich ist, dass die PS5 dann auch wieder besser produzierbar sein wird. Das ist sehr, sehr strange, aber da kommen wir gleich noch dazu. Dass sie damit vermeiden möchten, Kunden an Microsoft zu verlieren, ich denke, das könnte ein Nebeneffekt sein, aber das ist nicht das Hauptziel oder der Hauptgrund dieser Aktion gewesen. Dann schreibt Hypernova 1960 hier, zum Thema Spiele will ich sagen, dass ich es auch etwas blöd finde, dass bestimmte Spiele immer noch auf Krampf für PS4 kommen. Dann nenne ich mal ein Horizon Forbidden West, GT7 oder auch Test Drive Unlimited, Solar Crown, die alle erst dieses Jahr rauskommen. Letzteres sogar erst im September 22, also dann schon fast 2 Jahre nach Release der PS5. Dann nach 2 Jahren immer noch PS4 Support mindert die Qualität der Spiele meiner Meinung nach, oder? Und wann wird das mal dann aufhören? Klar ist das blöd für die Leute, die keine PS5 haben, aber dann sollte man wenigstens mehr Arbeit in die PS5-Version eines Spiels investieren. Wie lange war denn die Supportzeit der PS3, als die PS4 kam? Ich weiß es gar nicht mehr. Die Supportzeit der PS3, als die PS4 kam, das ist schwer zu sagen. Also es war mindestens 1 Jahr oder länger, also definitiv länger, denn es ist ja nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Also es wird ja nicht geswitcht so bis heute PS3 und dann PS4 Spiele, sondern das ist ja so nach und nach passiert. Und zum Beispiel GT6 kam ja noch auf der PS3 raus, als die PS4 schon längst raus war. Also das ist schon bei den anderen Generationswechseln schon auch so gewesen, dass das fließend war. Aber dass eben so diese Rückkehr, also ich sage jetzt Rückkehr quasi, dass man die alte Konsole jetzt wieder vermehrt produziert, das gab es tatsächlich noch nicht bisher. Dass Spiele auf Krampf auf PS4 rauskommen. Ich würde sagen, in der Anfangszeit, wo wir uns jetzt noch befinden, ist das noch normal, aber auf lange Sicht ist das tatsächlich ein Problem, weil natürlich fokussieren sich ja die Entwickler auf die Konsole, die am meisten verbreitet ist. Und wenn die PS4 jetzt lange Zeit mehr verbreitet ist als die PS5, dann wird sich dieser Wechsel natürlich länger hinziehen. Und da hast du auch recht, dass das schlecht ist für die Spiele, da wenn man sich nicht auf die PS5-Version konzentriert und das als Fokus sieht, dann ist die Entwicklung, was auch Grafik und weitere Sachen betrifft, in Richtung PS5 auch langsamer. Marlon Brando schreibt hier, ich denke, das liegt daran, dass nicht genug PS5-Konsolen produziert werden. Und Sony möchte weiterhin Geld verdienen und deshalb haben sie diesen Weg gewählt mit der PS4-Produktion. Ich hoffe, dass die PS6 sowie Google Stadia wird, dann gibt es keine Probleme mehr. Übrigens, ich habe schon eine PS5. Marlon, herzlichen Glückwunsch zu deiner PS5 auf jeden Fall. Dass die PS6 sowas wie Google Stadia wird, das glaube ich auch, beziehungsweise dass es in diese Richtung gehen wird. Sony hat jetzt diese PS4-Produktion deswegen gewählt. Es ist so, dass die natürlich die PS5 so viel produzieren wie möglich. Nur haben sie jetzt mit der PS4-Produktion, die sie angekurbelt haben, auch bessere Konditionen, die sie bei den Produzenten und bei den Fabriken bekommen. Auch wenn die PS5 jetzt schon um die 13 Millionen Mal verkauft wurde und das
das wirklich in Millionen Auflage produziert wird, das ist im Vergleich zu vielen anderen Branchen nicht viel, auch wenn es nach viel klingt. Und es ist ja auch so, dass die Fabriken und Hersteller, die Produzenten, natürlich die Kunden, die am meisten bei ihnen bestellen, auch vorne dran stellen. Und wenn jetzt Sony mit der PS4-Produktion der Fabrik oder den Produktionsstätten mehr Aufträge gibt, dann bekommen sie auch bessere Konditionen für die PS5. Das heißt nicht nur, dass sie mehr Kapazität bekommen, sondern sie kommen auch früher dran in der Schlange. Das bedeutet, wenn ein Auftrag von Sony kommt, wird er schneller drangenommen, weil mehr Auflage produziert wird. Die Fabriken verdienen damit natürlich mehr Geld und bevorzugen diese Kunden dann, die mehr produzieren. Und das ist der Grund, warum Sony durch die Produktion von mehr PS4-Konsolen bessere Konditionen für die PS5 bekommt und damit schneller produzieren kann und wahrscheinlich vielleicht sogar auch mehr Kapazität bekommt. Und das ist natürlich das Irrsinnige, dass man sagt, durch Produktion von mehr PS4 kriegen wir jetzt auch mehr PS5en. Dann schreibt Ready2Go81, ich finde es gut, wenn PS4 weiter supported wird und produziert wird. Wie schon mal gesagt, hat die PS5 einen schlechten Start gehabt und die Chip-Produktion-Knappheit ist natürlich klar für die PS5. Ich hoffe natürlich, dass sie parallel darauf aufbauen, die PS5-Produktion weiter ankurbeln zu können. Genau, das ist ja der Punkt und das ist ja dieser Trick eben mit, wir produzieren mehr PS4 und können damit auch mehr PS5 produzieren, was halt ein sehr, sehr, sehr schlauer Schachzug ist. Dann schreibt Frankies Videopower. Das Thema Sony hat sich in spätestens 2 Jahren erledigt. Wenn ich Spiele von den geilsten Publishern spielen will, greife ich zum Game Pass. Nur für hauseigene Spiele kaufe ich mir keine PlayStation. Bethesda, Activision, Blizzard und vieles mehr. Alles Xbox Game Pass, ein Traum. Frankie, das also ich würde jetzt mal bezweifeln, dass sich in 2 Jahren Sony PlayStation erledigt hat, aber du hast natürlich recht mit der neuesten Entwicklung hier, dass Microsoft Activision Blizzard gekauft hat, was ein sehr krasser Move war und jetzt denen sehr, sehr viele wichtige und große Spielemarken gehören, die wahrscheinlich auch in den Game Pass reinkommen werden, ist eine sehr, sehr, sehr krasse und aber auch interessante Entwicklung, finde ich. Und Game Pass ist natürlich ideal für Gamer, die einfach viele Spiele spielen möchten, die sich nicht auf ein einziges Spiel jetzt, sag ich mal, einschränken. Natürlich bleiben nach wie vor die PS5, die PlayStation Exclusives, die wird es weiterhin geben. Und genau eben wie du schreibst, nur für hauseigene Spiele kaufst du dir keine PlayStation. Das ist ja der Punkt. Die Spiele sind ja der Kaufgrund. Und wenn jetzt die Spiele, die du am meisten spielst, eben auf der Xbox im Game Pass zu finden sind, dann ist das natürlich für dich ideal. Wenn jetzt aber jemand Fan von Sony Exclusives spielen oder einer Spielereihe ist, dann ist das natürlich ein Kaufgrund für die PlayStation. Dann schreibt Stefan Bock hier, warum soll ich mir eine PS4 kaufen, wenn ich bereits eine besitze und dann scheint ja noch nur die Standard PS4 Slim produziert zu werden. Weiß nicht, was daran Strategie sein soll. Naja, du sollst ja natürlich keine PS4 kaufen, wenn du schon eine hast. Das ist ja die Leute, die ja noch gar keine Konsole bisher haben und jetzt überlegen, zwischen PS4 und PS5 können jetzt eben eine PS4 ziemlich easy kaufen zu einem günstigen Preis. Natürlich ist das nur für die Leute, die bisher keine Konsole haben, interessant. Die Strategie, da bin ich ja gerade schon darauf eingegangen. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Strategie sogar. Und dann schreibt Shadow Wolf hier, wenn Sony weiter noch nachlässt und Microsoft immer mehr Firmen einkauft, Blizzard und Bethesda, frage ich mich, ob sich in den nächsten Jahren dann überhaupt noch eine PlayStation lohnt. Wenn Microsoft immer einen Generationswechsel mit den Konsolen macht und Sony noch an der PS4 5 hängt, würde sich langfristig doch ein PC, Xbox in naher Zukunft besser lohnen. Ich hoffe mal nicht. Ja, das ist das Interessante, was jetzt die nächsten Jahre passieren wird. Denn wie gesagt, also es scheint sich ja jetzt schon so zu entwickeln, dass man bei Microsoft natürlich eine sehr, sehr, sehr große Auswahl an Spielen haben wird. Und es bleibt ja momentan noch offen, ob jetzt solche Spiele wie Call of Duty und so weiter noch auf der PlayStation rauskommen werden. Aktuell soll es ja, heißt es ja, soll es so sein, aber man weiß das natürlich nicht und es ist keine Garantie dafür. Dann schreibt Timo Uysal, die Idee hört sich gut an, dass die PS4 weiter zu produzieren, damit die mehr PS5 produzieren.
produzieren kann. Dass dann die Knappheit vorbei ist und wirklich jeder die PS5 holen kann. Aber das Gute ist, ich bin auch ein stolzer Besitzer einer PS5, habe es mir letzten Monat geholt. Timo, herzlichen Glückwunsch zur PS5, sage ich da erstmal. Und ja, ich finde das auch eine sehr, sehr, sehr interessante Strategie. Ich bin gespannt, ob sich das jetzt auf die PS5-Knappheit denn auswirken wird. Ich meine, die Knappheit ist ja jetzt momentan ein bisschen besser, als es schon mal war. Aber wir müssen mal abwarten und gucken, was so in den nächsten Monaten passiert. Dann schreibt Lindbiegel hier, ich denke, die halten die PS4 Pro als Konkurrenz zur Series S. Die Stats an sich sind so unterschiedlich nicht, aber die Auflösung der PS4 Pro ist soweit, ich weiß, höher als bei der Series S. Solange sich auf der PS5 dann auch High-End breit macht und die PS4 Pro eher abgespeckte Versionen bietet, wenn auch mit identischen Inhalten, mit anderen Ladezeiten, gegebenenfalls niedriger Framerate und Auflösung. Sony muss ja gar nicht eine PS5 Small-Version bereitstellen wie Xbox mit der Series S. Die haben sie ja schon. Die Auflage, die ja jetzt produziert wird, diese 1 Million, das ist ja die PS4 Slim und nicht die Pro. Das gilt jetzt einfach nur für diesen Deal, dass sie eben da bessere Konditionen bekommen für die PS5. Und es wird interessant, ob jetzt eben dann sich viele Kunden, die lieber eine PS5 jetzt geholt hätten, aber keine bekommen können, weil sie ja immer noch knapp ist, sich dann vielleicht doch für die PS4 Slim entscheiden. Dann schreibt Michael hier, ich behalte meine PS4 Pro noch. So kann ich zumindest noch das eine oder andere Exclusive zocken. Warte eisern auf eine Slim oder Pro. Ich hoffe, ich halte durch und werde nicht schwach. Also ich nehme an, du wartest jetzt auf Slim oder Pro von der PS5. Du kannst ja noch sehr, sehr viele PS4-Spiele ja jetzt, die auch, die für PS5 rauskommen, kommen ja auch noch auf PS4 raus und die kannst du ja noch lange Zeit spielen. Also wenn du auf die PS4, PS5 Pro oder PS5 Slim wartest, dann musst du, glaube ich, schon ein bisschen Geduld noch haben, denn ich denke schon, dass es noch mindestens 2 Jahre dauern wird, bis sowas in Frage kommt. Dann schreibt Master Disaster, diskutiert lieber über was Interessantes, zum Beispiel, dass Microsoft Activision für 70 Milliarden kauft. Basta, das haben wir getan und zwar in unserem nächsten Pixelrunde. Da kommt genau dieses Thema und das kommt dann nächste Woche raus. Da könnt ihr euch auch darauf freuen. Schaut das Video dann auch gerne an. Und ihr habt dieses Mal bei diesem Video so viele Kommentare geschrieben, Leute. Ich kann die unmöglich alle jetzt vorlesen. Das geht einfach nicht. Das sind viel, viel, viel zu viele. Aber daran sieht man ziemlich krass, dass das ein Thema ist, was euch auf jeden Fall sehr, sehr beschäftigt und auf jeden Fall sehr interessantes für euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und aktiviert auch die Glocke, denn dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal.